BB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. 10 Tage, 40 Stationen und 400 Kilometer auf dem Fahrrad. Das hat sich die Reutlinger Bundestagsabgeordnete der Grünen, Beate Müller-Gemmicke, für ihre grüne Albtour 2021 vorgenommen. Wir haben die Politikerin beim Start der Tour am heutigen Donnerstag gesprochen und gefragt, was sie von der Rundfahrt durch die Region erwartet. Mit Ehningen unter Achheim als Ausgangspunkt und bei strahlendem Sonnenschein starteten die grüne Bundestagsabgeordnete Beate Müller-Gemmicke und ihre Begleiterinnen und Begleiter die Albtour 2021. Ich bin jetzt seit das 13. Mal unterwegs und da geht es mir erstmal ganz allgemein darum, dass ich einfach eine Zeit habe mit vielen, vielen Terminen, es werden wieder so 40 sein, wo ich einfach unterwegs bin, wo ich höre, was treibt die Leute um. Ich rede da nicht viel, sondern ich höre die meiste Zeit zu. Es gehe ihr vor allem darum, ihren Wahlkreis immer wieder aufs Neue wirklich kennenzulernen, so die Politikerin. Corona-bedingt ist die Gruppe der rüstigen Radler kleiner als sonst. Der Mund-Nasen-Schutz ist stetiger Begleiter und alle Termine der Tour finden im Freien statt. Aber warum macht die Reutlinger Bundestagsabgeordnete ihre Sommertour seit 13 Jahren überhaupt auf dem Rad, genauer gesagt dem E-Bike? Hat das nur ökologische Gründe? Also vor 13 Jahren, das war irgendwie gar keine Debatte. Sommer, Tour, Alp. Da kam nur das Fahrrad in Frage. Und das ist, ich merke das auch, ich kann es manchmal gar nicht so richtig wiedergeben, aber es ist natürlich auch ein ganz anderes Erlebnis. Ja? Ich bin ja ganz anders unterwegs. Ich fahre da nicht mit dem Auto durch und sehe rechts und links mal schnell was, sondern das sind schon ganz, ganz andere Eindrücke. Damit sich Beate Müller-Gemmicke beim Sammeln ihrer Eindrücke nicht aus Versehen verfährt, darf ein Begleiter im Albtour-Radteam nicht fehlen: Florian Müller. Er ist schon seit der ersten Tour mit von der Partie. Wie es dazu kam, weiß er heute gar nicht mehr so genau. Ich wurde wahrscheinlich mal eingeladen und dann hat sich das so ergeben. Und ich fahre eigentlich sonst inzwischen relativ wenig auf der Alp, sondern eigentlich nur bei der Albtour bin ich jedes Mal dabei. Laut der Politikerin kennt niemand die Radwege auf der Schwäbischen Alb so gut wie Müller. Alles eine Frage der Erfahrung, meint der Zweiradfreund. Am Anfang war ich auch relativ unsicher, bin vieles vorab abgefahren, um zu wissen, wo es hingeht. Aber dann wurde ich immer sicherer und inzwischen kenne ich eigentlich alle guten Wege. Und auf diesen guten Wegen werden Müller-Gemmicke und ihre Mitstreiter, wenn alles nach Plan läuft, in 10 Tagen rund 400 Kilometer zurücklegen. Eine Station darf dabei auf keinen Fall fehlen und wurde auch schon in der Vergangenheit gerne besucht. Ich muss gestehen, ich freue mich einfach immer auf meine Alpakas. Alpakas tun mir einfach gut, das sind tolle Tiere, intelligente Tiere, die einfach irgendwie, sie tun mir gut und von daher freue ich mich auch auf diesen Termin. Aber auch die Termine, an denen sie direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommt, sind ihr ein großes Anliegen. Deshalb gibt es an unterschiedlichen Orten der Tour unter dem Motto "Auf ein Wort" die Chance, die Politikerin zu treffen. Wer diese Möglichkeit wahrnehmen möchte, der kann den kompletten Tourplan auf der Homepage der Politikerin einsehen. Die ehemalige Reutlinger Oberbürgermeisterin Barbara Busch wird neue Staatsrätin für Bürgerbeteiligung. Das gab jetzt ein Regierungssprecher bekannt. Busch wird somit die Nachfolgerin von Gisela Erler, die bis zum Ende der vergangenen Legislaturperiode für die Bereiche Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung zuständig war. Derzeit ist Busch Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes Baden-Württemberg und war davor 16 Jahre Oberbürgermeisterin der Stadt Reutlingen sowie zwischen 2011 und 2016 Präsidentin des Deutschen Städtetags im Südwesten. Nachdem das Klärwerk Tübingen die vierte Reinigungsstufe bereits im Juni in Betrieb genommen hat, wurde sie nun am Mittwochvormittag offiziell eingeweiht. Dafür war neben Oberbürgermeister Boris Palmer auch der Ministerialdirektor des baden-württembergischen Umweltministeriums, Helmfried Meinl, vor Ort. Damit stehe Tübingen wieder einmal für Innovation und Exzellenz, betonte Meinl in seiner Rede. Mit der vierten Reinigungsstufe lassen sich aus dem Abwasser Reste von Arzneimitteln und Haushaltschemikalien herausfiltern. Soweit die BW1-Nachrichten.